Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Hörspiel, heute ist Kakerlakenparty-Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag. Schönen guten Tag, Viktoria Krause ist hier, Firma Syncloud. Spreche ich mit Herrn Heinrich Kott, ja? Ja. Herr Kott, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf unsere Finanzplattform. Ich sehe in meinem System, dass Sie kürzlich sich bei uns angemeldet, um online zu handeln. Richtig? Nee. Okay, ich bin, wie habe ich schon gesagt, Kontomanagerin bei der Firma Syncloud und rufe Sie an, helfen Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, Herr Kott, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen auf dem Finanzmarkt? Ja. Okay, das ist schön, dass Sie erfahrene Kunden sind. Können Sie mir bitte kurz erklären, haben Sie das selbst gehandelt oder besitzen Sie einfach irgendwelche Aktien oder haben Sie mit Broker was getan? Ja. Sorry, ja, was? Alles. Also, Sie besitzen und Aktien und mit Broker mitarbeitet, so kann ich einfach notieren, ja? Exakt. Mhm. Super. Okay, dann frage ich anderes. Sie haben unsere Werbung gesehen. Haben Sie da alles verstanden oder haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ja, wie funktioniert denn das? Okay, ich erkläre. Wir bieten momentan unseren Kunden ein automatisches System, um online zu handeln, ja? Ja. Das ist ein Algorithmus oder Programm, die kurz zu sagen handelt für Sie. Es kauft, wo Preis ist niedrig und gleichzeitig auf einer anderen Plattform verkauft, wo Preis ist höher. Und diese Differenz zwischen Verkaufs- und Verkaufspreis ist Ihre Gewinne. Genau. Und dieses System kann nicht nur ein, aber viele bis 10 oder mehr Handels pro Tag machen. So, ja. Deswegen Schritt für Schritt sammeln Sie mehrere Summen. Mhm. So ist das. Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, ich würde erstmal übertreiben und direkt mit 25 Euro einsteigen. Mit 250, ja? Nee. Mit welcher? Na, mit 25. Mit 120? Nee. Mit was? Kleinen Moment, ich höre Sie leider nicht klar. So, wenn habe ich richtig verstanden, Sie möchten mit 20, ja? 25. 120? Nee. Mit 520, mit welcher nee. Summe? Ich höre Sie leider. Mit 25. Nochmal, mit welcher Summe? Sorry, ich höre Sie. 25. Mit 25, ja? Habe ich richtig gehört? Genau. Okay, aber leider unser Mindestensbetrag mit diesem vollautomatischen System, das beträgt 250. Ach so, aber haben Sie ja nicht gesagt. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich kann für Sie machen für 150 Euro Demokonto für eine Woche mit dieser Woche, eine Woche Sicherung. So, was das bedeutet. Sie können 150 Euro einzahlen, öffnen Ihr Handelskonto und eine Woche dieses System ausprobieren. Alle, was Sie gewinnen in dieser Woche, ohne Zinsen können Sie jederzeit auszahlen. Falls aber gefällt dachte, Ihnen nicht, das nur ausprobieren. Wie schauen Sie mal. Wohin denn? Normalerweise, bei normalem Handel, unsere Unternehmen nehmen 2% Kommissionen für unsere, von ihre Gewinne. Aha. Diese Woche mit Demokonto, Sie bezahlen diese 150, aber das ist Ihr Startkapital. Und alle, was Sie gewinnen, gehört Ihnen ohne unsere Kommissionen. Wir nehmen keine Provision für unsere Arbeit diese Woche. Ja. Falls sind Sie gefällt Ihnen arbeiten mit uns, gehen Sie weiter. Falls wohin sind denn? Sie unzufrieden,
Sie können Ihr Handelskonto schließen und Auszahlungsforderungen öffnen. Und Sie bekommen Ihre Profite und auch Ihre dieses Startkapital zurück. Aha, interessant. So ist das. Sie können das einfach probieren. Ja. Weil wir bitten, wenn wir öffnen Demokonto, wir können Ihnen geben Bonus von unserem Unternehmen, damit Sie bekommen diesen Mindestbetrag, diese 250. Weil dieses System anrichtet mit dieser kleinen Summe, mit dieser 250 anfangen. Kann ich da nicht 1000 Euro Bonus bekommen? Nochmal bitte? Kann ich da nicht 1000 Euro Bonus bekommen? 1000 leider Bonus können Sie nicht bekommen. Wenn Sie zum Beispiel fangen mit 1000 Euro, dann können Sie bis 50% von Ihrer Einzahlung bekommen, Bonus von unserem Unternehmen. Mit dieser Demokonto, gibt unser Unternehmen Ihnen einen kleinen Bonus, damit Sie mit 250 anfangen können. Aha, ist sehr interessant. Sagen Sie mir bitte, für diese Einzahlung machen und Ihre zukünftige Auszahlung bekommen. Benutzen Sie Visa oder Mastercard? Was ist bequemer für Sie? Ja, das habe ich. Haben Sie Visa oder Mastercard? Ich habe verschiedene Zahlungsmethoden. Ja, genau. Genau Mastercard oder genau Visa-Karte? Ja, oder beide. Beide, okay. Ja. Diese Karte ist das für sozusagen für Internet-Einkauf schon aktiviert? Haben Sie schon mit dieser Karte im Internet bezahlt? Ja, da habe ich zuletzt meine Dildos mitbestellt. Okay, gut. So, was ist bequemer für Sie? Machen diese Einzahlung selber mit Karte? Oder ich kann Ihnen von unserer Seite helfen oder schicken Ihnen Bankdaten für die Überweisung? Ja, genau. Was genau? Sagen Sie mir bitte. Genau, Banküberweisung. Oder genau mache ich selber mit Karte? Na, so wie Sie das möchten. Wie bitte? So wie Sie das möchten. Okay, dann machen wir Folgendes. Schauen Sie mal, unter dieser Nummer, die telefoniere ich, haben Sie WhatsApp oder ist bequemer per E-Mail? Ich schicke Ihnen einen Link, dann begleite ich Sie und Sie können mit Ihrer Karte das einzahlen. Okay? Mhm. Dann kleinen Moment bitte. Mhm. Schauen Sie mal, ich buchstabiere Ihre E-Mail-Adresse. Große Heinrich von großer Buchstabe. Dann noch einmal Heinrich, große Buchstabe. Code mit großer K. @gmx.net. Ihre E-Mail-Adresse? Gut. So, kleinen Moment. Sie bekommen von mir jetzt eine E-Mail von Victoria Krause. Kleinen Moment. Sagen Sie mir bitte, Herr Kot, Sie suchen bei uns nach Nebeneinkommen oder nach Haupteinkommen? Nein, Zwischeneinkommen. Zwischeneinkommen. So, Sie sind berufstätig, oder? Nee. Nee? Mm-mm. Okay, das ist... Schauen Sie mal, ich habe Ihnen gesendet E-Mail. Ja? Sicher? Sorry, nochmal? Sicher? Schauen Sie mal in Posteingang. Nicht da. Kleinen Moment. Ich habe bekommen Nachricht, dass diese Post ist ungültig ist. Haben Sie da einen Fehler gemacht? Vielleicht haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee. Okay. Wann kann ich Sie dann erreichen, um Informationen, diese Zahlungsmethode zu senden? Nee, ich habe Sie doch am Telefon. Am Telefon leider kann ich Sie nicht senden. Okay, ich kann Ihnen weiteres bieten. Ich kann Ihnen helfen, von unserer Seite diese Transaktion machen.
Wir werden gleich Anfrage zu Ihrer Bank machen, um ihr eine Transaktion zu öffnen. Passt das Ihnen? Mhm. Okay. Dann sagen Sie mir bitte Ihre Kartennummer. Was denn für eine Kartennummer? Hm? Was denn für eine Kartennummer? Füllen wir jetzt ein Formular aus und öffnen Sie sich ein... Ich soll ein Formular ausfüllen. Was soll ich denn dann da öffnen? Sagen Sie mir bitte Ihre Geburtsdatum und Ihre Adresse. Mein Geburtsdatum? Die Braunschweiger Straße 77. Nochmal bitte? In 12055 Neukölln. Nicht so, ein bisschen langsamer. 12055 Köln, also Neukölln. 12055 Neukölln. Ja, okay, ich habe es gefunden. Ja, gut. Dann bitte Ihre Straße und Hausnummer. Es ist der 17.07.1992. 17.07.1992. Hallo? Ja, wer ist denn da? So, ich sage Straße, Ihre Straße und Hausnummer. Sagen Sie jetzt, oder was? Hallo? Ja, ich bin hier. Hören ja? Sie mich oder hören Sie mich nicht klar? Ich kann Sie hören, ja. Das akustisch kommt da was rüber. Glenn. Wiederholen Sie bitte nochmal die Straße und Ihre Hausnummer. Braunschweiger Straße 77 in 12055 Neukölln. Neukölln? Ja. Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Hallo? Hören ja. Sie mich? Hallo? Ja, bin hier. So Neukölln, ja? Mhm. Und die Straße? Braunschweiger Straße 77. Kleinen Moment. Mhm. Bitte nochmal langsamer die Straßenname. Braunschweiger Straße 77. Erste? Braun. Erste Buch. Was? Erste Buch. Wie? Was nochmal? Denn? Was denn? Erste Buchstabe bitte. Ein ich höre Sie leider nicht klar. B? Ja. B. Okay. Ja, oder Bommelnütze. Weiter? Buchstabieren Sie so. B, ja? Bin ich richtig? Mhm. Braunschweigstraße, oder? Ja. Okay. Hausnummer? 77. 77, wunderbar. Ja. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Okay. Dann, Herr Potter, brauche ich Ihr Kartennummer, damit wir mit unserer Finanzabteilung Ihre Transaktion erledigen können. Hallo? 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 Ja, ich bin hier. Hören Sie mich? So, hallo. Ich sage Ihnen von unser. Hallo? Sind ja. Sie da? Ja. Okay. Ich kann mit Finanzabteilung Transaktion von unserer Seite sagen, machen. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre Karte dabei? Mit welcher für Sie bequemer das machen? Welche soll ich nehmen? Sagen Sie mir bitte Ihre Bankkarte, ja, entweder Visa oder Mastercard, was ist bequemer für Sie? Ist mir egal. Dann sagen Sie mir bitte, okay, nehmen wir Mastercard, sagen Sie mir bitte diese 16-zählige Nummer. Ich mal gucken. Mhm. Muss ich mal holen, die Karte. Ja, ich bin hier. Ja? Wo denn? Wo ist das hallo? Denn? Ja, hallo. So, ich notiere. Was denn? Nee, ich sage, ich brauche, um Ihre Transaktion erledigen, ich brauche diese 16-zählige Nummer, die auf Ihrer Karte steht. Ja, die wollen Sie haben, die wie Nummer? Wie laut ist dann? Nee, das steht auf Ihrer Masterkarte oder Visa, mit welcher möchten Sie? Nehmen Sie Master. Ja, das ist mir egal. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer. Ja, dann gehe ich mal nach der Nummer gucken, ja? Aha, bitte. Ja.
Hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Ja, ich bin hier. So, ich notiere. Sagen Sie mir bitte Ihre Nummer. Ja, ich gucke gerade nach der Nummer. Ich muss doch die erstmal holen. Ah, okay. Weil dachte nicht, das dauert so lange. Das ist weiter Weg. Ich muss erstmal bis zum Flur. Ja. Nein, kein Problem, ich bin hier. Nehmen Sie Ihre Zeit. Und sagen Sie mir bitte, vielleicht ich bin nicht klar geschrieben, Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja. Sagen Sie mir. Der 17.10.1992. 17.10.? 7. Nochmal, 17.10.? 7. 5., ja? Nee, 7. Und in Oktober? Nee, 7. Im Juli? Ja. 17.07. Ja, und die Jahr? 1992. Mhm. Vielen Dank. Bitteschön. Okay, dann warte nach Ihrer Kartennummer. Ja, die Kartennummer, die lange, ja. Ist der Kartennummer beginnt mit 4 oder mit 5? Ja. Mit 4 oder mit 5? Ach, das war eine Frage. Das weiß ich ja nicht, muss ich ja gucken. Okay, dann warten wir. Ja. So, die Nummer ist denn die 427-349-174-283-731. Bitte, bisschen langsamer. Nochmal 4, 7, nochmal 4. 427-3917-428-37-316. Kleinen Moment. So, wir prüfen. Ich langsam schreibe ich nochmal 4. Langsam, weil das ist Geld, das brauche ich nicht so schnell. Ja. So ein bisschen langsam bitte, Herr Gott. 4, weiter. Was denn? Ne. Ziffern für Ziffern, sagen Sie mir bitte Ihre Kartennummer 4. Ach so, die ganze lange Nummer nochmal. Ja, nochmal bitte, aber langsamer, ich muss das prüfen. Von der Kartennummer? Ja, genau. Also die 16-stellige Nummer? Ja. Die von der Visa-Karte? Wenn Sie wollen Visa, wenn Sie haben Master, können Sie mit Master das machen. Ja, mega. Egal. Okay. Welche Karte soll ich denn nehmen? Egal, ne, geben Sie Master. Also soll ich jetzt die Masterkarte holen? Ja, machen Sie das. Okay, dann hole ich die ich Karte. Ich dachte, Sie haben das. Okay. Hallo? Ja, hallo? Aha. So, es dauert noch, oder? Was denn? Nein, Sie haben mir gesagt, Sie gehen Ihre Masterkarte holen. Oder ja, haben ja. Sie dabei? Nee, ich hole gerade die Masterkarte. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer, die auf Ihrer Karte steht. Aber langsam bitte. Die 16-stellige Nummer, ja, die ganz lange. Ja, genau. Von der Masterkarte. Ja. Ja, fängt mit 5 an. Au? Sorry? 5. Nochmal? 2. Ne, 5, ja? 7. Ne, 5, 2, 7, ja? Nee. Okay, dann langsam von Anfang. 5. 5. 5. 5. 2. Ja, 2. 7. 7. 3. 3. 8. 8. 5. 5. 5. Nochmal 5, ja? 4. 4. 9. 9. 5. 5. 9. 9. 8. 8. 9. 9. 2. 2. 2. Ja, 2. Ja. 3, ja? Nee. Die letzte. 2. 2, 2. Ne, das ist die letzte 13. 2, 2 und die letzte? Ja, die letzte ist die 2, 2. Ah, 2, ah, nochmal, kleinen Moment. Mhm. Okay, dann, Herr Kurt, kleinen Moment, ich buchstabiere. Prüfen Sie 5, ja? Ja. 2, 7,
3, 8, 5, 5, 4, 9, 5, 9, 8, 9, 2, 2. Korrekt? Nee. Okay, sagen Sie mir nochmal. Die ganze Nummer? Ja, ich verstehe nicht, wo ist die Fälle. Dann sagen Sie mir bitte nochmal. 5? Ja? 5? 5? 2? 2? 7? 7? 3? 3? 5? 5? Ja? Nach 3 geht es 5, ja? Okay. Dann kommt eine 9. Nochmal? Wo denn jetzt? Haben Sie wieder falsch? Ja, was steht auf Ihrer Karte? Einfach sagen Sie mir bitte die Ziffern. Machen Sie doch. Weil ich habe Ihnen buchstabiert, Sie haben gesagt, dass es unkorrekt ist. Ja, da haben Sie einen Fehler drin. So, sagen Sie mir bitte diese 16-stellige Nummer. Nochmal. Aha. 5. 5. 5. 5. 2. 2. 7. 7. 3. 3. 8. 8. 5. 5. 9. 9. Okay, 9. 9. 4. 4. 9. 9. 5. 5. 2. 2. 8. 8. 9. 9. 2. 2. 2. 2. Ja. Das war's, ja? Ja. Also, okay. So, prüfen Sie bitte, ich buchstabiere, 5, 5. Wenn irgendwelche Ziffern unkorrekt ist, sagen Sie mir bitte, genau von diesem... Oder kleinen Moment, ich verbinde Sie jetzt mit Kollegen vom Finanzabteilung. Kleinen Moment, bitte. Ja. Hallo. Hallo. Herr Knusprig-Knusprig? Ja. Wunderschön, freut mich, Sie wieder erreichen. Sagen Sie mir bitte, warum hinterlassen Sie Ihre Daten bei uns? Was denn? Wie bitte? Was denn? Warum haben Sie Ihre Daten bei uns hinterlassen? Na, Geld verdienen. Geld verdienen, wunderbar. Haben Sie Visa oder Mastercard, keine American Express und keine chinesische Karte? Nee, wir sind ja mit der Mastercard jetzt. Aber ich kann die Visa holen, wenn Sie die haben wollen. Ja, wiederholen Sie nochmal. Na, also soll ich die Visa-Karte holen oder die Mastercard weitermachen? Mastercard. Die Mastercard? Soll ich die Nummer sagen? Ja. 5527385949599822. Okay, sagen Sie mir Ihr Ablaufdatum. Das wäre August 22. Okay, dreistellige Nummer von der Rückseite. 662. 662. Ja. Okay, mit welcher Summe möchten Sie einfangen? Mit 250. 662 Geld würde ich gerne nehmen. Mit 600, ja? 662 Geld, ja. 662 Geld. Ja. Gut, Herr Knusprig, ich sage Ihnen letzte Mal, wenn Sie hinterlassen Sie nochmal Ihre Daten bei uns. Knusprig, ich mache Anzeige zur Polizei. Ja? Warum? Ja, hallo. Guten Tag. Hallo, Mäßig ist schon. Was für ein Ding? Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anton. Spreche ich mit Herrn Schon? Ja. Also mein Name ist Anton und ich... Oh, das ist Ihre Freunde? Das ist mein Vorname. Okay. So, ich rufe Sie, weil ich gesehen habe, dass Sie sich für einen Finanzmarkt interessieren und online Geld zu verdienen. Ja, und? Und ich hier bin bei Ihr Handelskonto zu aktivieren, helfen. Aha, steht das da so auf Ihrem Zettel? Okay, so, haben Sie Erfahrung mit dem Handel auf dem Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung? Ja. Okay, so, haben Sie Erfahrung mit dem... Haben Sie Erfahrung mit dem vollautomatischen System? Na klar. Na,
Okay, so. Wie alt bist du? Herr Sie, Sean. Das heißt Sie und nicht Herr Sean. Das andere okay, wäre der Nachname. English. Okay, do you speak English? Nee. Do you speak only German? Ja, wir sprechen hier ausschließlich Deutsch am Telefon. Okay, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja, das merke ich. Ja, ich komme von Schottland, ja? Das glaube ich nicht. Da passt der Akzent nicht dazu. Okay, so du registrierst in unsere Unternehmen, Stocks DC. Mhm. Da sind wir jetzt. Und okay. So, haben Sie Interesse in die Handel oder nein? Ja, natürlich. Ja, natürlich haben Sie. Okay. Ja. So, in unserem Unternehmen, nach der Aktivierung Ihres, sobald wir das Konto für Sie aktiviert haben, erhalten Sie in den nächsten 24 Arbeitsstunden einen Anruf von einem Senior Account Manager. Aha. Er wird Sie direkt in die Plattform einführen und Ihnen alles über unsere Plattform und den Finanzmarkt erklären. Und errichtet unser vollautomatisches System für Sie ein. Aha. Und wird so schnell wie möglich mit der Generierung der ersten Ergebnisse und Gewinne beginnen. Ja? Ja. Okay. Und heute haben wir eine Aktion. Wenn du mit 250 Euro Wie? Anfängst, wenn sie mit 250 Euro anfängst, gebe ich dir jetzt 250 Euro Bonus. Und 100% direkt, Bonus. Ja, und du fängst direkt mit 500 Euro an den Finanzmarkt. Ja? Mhm. Das heißt aber, sie fangen an, nicht du fängst an. Okay, so haben Sie Interesse in investieren 250 Euro? Ja, können wir machen. Okay, so. Für die Einzahlung akzeptieren wir ein Visa oder Mastercard oder wenn Sie keine Kreditkarte haben, ich kann schicken unsere Bankverbindung. Ja, ist alles vorhanden. Und eine Banküberweisung tätigen. Mhm. Okay, ist das gut für Sie? Mhm. Okay, so, Ihre E-Mail ist Hartmut. Mhm. Hartmut.schimmeldon. Schimmeldon? Ja, 2R. Mhm. Ja, das musst du da rein, weil das andere war schon blockiert, ja. Okay, so, haben Sie die andere E-Mail? Nee, das passt ja so. Okay, ich schicke zu Ihrer E-Mail ein E-Mail mit der unserer Bankverbindung, okay? Ja. Nach dem eine Banküberweisung machen, müssen Sie schicken zu mir ein Foto vom Beleg. Und nach dem Schicken zu mir ein Foto, ich schicke die Foto zu unserer Finanzableitung und aktivieren Ihre Kontos, okay? Mhm. Okay, warten bitte einen Moment. So, haben Sie Online-Bank? Haben Sie Online-Bank? Was denn für eine Online-Bank? Ja, haben Sie? Ja, natürlich Online-Bank. Haben wir das alles da. Das okay. Ist alles da. Okay, warten bitte einen Moment. So, und sagen Sie mir deinen Namen. Das nicht Sean, ist er Sean? Das ist der Vorname. Ja, Ihre Name. Und hier das steht ist Sean. Ja. Okay. Okay. Ja. Warten bitte einen Moment. Okay. Ja. So. Ein Moment. Schicke Ihre E-Mail. Mhm. Okay. Copy Ihre E-Mail. Mhm. Okay. So, sagen Sie mir, dass keine Englisch sprechen, ja? Ja. Kein Englisch. Okay, das ist nicht Problem. Okay. Das denke ich auch. Okay. Okay, warte bitte einen Moment. Mhm.
schon. Okay. Ja. Okay, ja, so, in den nächsten 1 Minute ja. müssen Sie ein E-Mail in unsere Gmail. Ja, ist nicht da. Okay, warten bitte, müssen Sie sehen? Na klar. Das ist okay. Bisschen Zeit bitte. Können wir noch vertrödeln. Okay, warten bitte. Mhm. Und haben Sie eine WhatsApp? Um unser Handy? Nee. Keine. Okay. Okay, kein Problem. Warten bitte einen Moment. Okay. Okay, ich bin fertig. Okay. Okay, ich schicke zu dir eine E-Mail. Sehen Sie die E-Mail? Ja, die E-Mail, das ist von Anton, von Stockset. Okay, ich sehe das. Nicht fertig. Okay. Entschuldigung. Ist noch nicht da. Okay. Refresh Ihre Inbox. Okay. Nee. Keine E-Mail. Nicht da. Kaputt. Okay. So, haben Sie WhatsApp, ja? Nee. Keine WhatsApp haben Sie. Okay, warten einen Moment. Ja. Okay, kann Sie sehen in Ihre Spam oder Junk? Da kann ich auch noch mal gucken. Ich öffne bitte Ihre Spam-Box. Ja. Dann gucke ich mal oder Spam-Ordner beim Sparen. Spam oder Junk. Spam oder Sparen-Ordner ist ja vom Prinzip das gleiche. Beides Müll. So, keine E-Mail. Nee, keine E-Mail da. Ich habe extra alles abgesucht. Okay. Ja. Ich schicke noch einmal. Warte bitte. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Okay. Jeder fängt mal neu an. Ich schicke zu dir noch einmal. Zu Ihnen. Ja, noch einmal. Die E-Mail. Okay. Okay. Ja. So, ich schicke noch einmal. Ja. Zu dir eine E-Mail. So. Okay. Okay, warte bitte. Ich muss für meine Kollege. Okay? Ja. Okay. Warte einen Moment. Ja. Okay. Warten bitte einen Moment. Ja. Müssen Sie sich ein E-Mail von Alina in den nächsten 1 Minute? Ja. Okay.
Ja. Okay, in diesem Moment, ja, ich schicke zu dir eine E-Mail. Zu E-Mail. Du, Alina D. Stockdt.net. Die E-Mail. Ich lade mal meinen Posteingang neu. Keine E-Mail, okay. Nee, ist nicht da. Ja, ich sehe. Wir haben ein Problem. Ja? So, kannst du WhatsApp? Nee. Download? Hab kein WhatsApp. Ich hab mal gehört, bei WhatsApp, da sind nur die Schwurbler. Okay. So. Kannst du WhatsApp herunterladen? Ja, aber das dauert ja, bis das dann alles fertig ist. Da muss man sich ja erst anmelden und verifizieren. Ja, und ja. Ich schicke zu dir eine Message in Ihre WhatsApp, okay? Ja, aber nicht, dass ich dann schwanger werde. Weil ich habe mal gehört, bei WhatsApp kann man noch schwanger werden. Haben Sie eine Kreditkarte oder Mastercard oder Visa? Nee. Okay, ich kann schicke SMS. Okay? Eine SMS? Ja. Okay, warten bitte einen Moment. Warten bitte, ein SMS zu schicken mit dem Bankverbindung. Okay. Das ist ein Firmenname, Name der Bank, IBAN. Okay. Warten bitte. Na klar. Ich schicke eine ja. SMS und noch eine. Und ja. Noch eine SMS. Ja. Okay, so. Müssen Sie eine Banküberweisung tätigen? Eine Banküberweisung? Ja, eine Banküberweisung tätigen. Und ja. die Menge ist 250 Euro. Ja. Okay? Ja. Oh. Okay, warten bitte einen Moment. Ja. Sagen Sie mir, in welche Bank? Machen Sie eine Banküberweisung? Nur von meiner. Okay, das ist eine Sparkasse, oder? Ja, bestimmt. Okay. Und in diesem Moment, ich gehe zu meine Manager. Du schicken zu dir eine E-Mail. Und ja. nach den Überweisung tätigen, müssen Sie ein Foto schicken zu mir vom Beleg. Vom Beleg und in unsere E-Mail. Ja. Okay? Okay. So, warten bitte einen Moment, okay? Ja. Hallo, hören Sie mich? Hallo, Sean, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Grüßen Sie, Herr Sean. Also,
bin der Manager. Sie haben gerade mit der Kollege Anton gesprochen. Er hat Ihnen als ganz normales Handy-Nachricht die Bankverbindung zugeschickt, okay? Und er wird Ihnen auch zuschicken, auch als Handy-Nachricht, die E-Mail-Adresse. Bitte auf diese E-Mail-Adresse, wenn Sie die Überweisung tätigen, einfach einen Screenshot oder ein Bildschirmfoto machen und zurück auf diese E-Mail-Adresse zuschicken, damit wir gleich die Transaktion nachweisen können, okay? Ja, aber die SMS ist aber noch nicht angekommen. Also, okay, frage ich nur schnell der Kollege, okay? Einen Augenblick bitte. Ja. Okay, er sagt mir gerade, dass also er noch einmal versuchen wird, okay? Ja. Wenn nicht, haben Sie WhatsApp? Nee. Okay, alles klar. Ach, also er hat schon gefragt. Okay, dann warten wir nur einen Augenblick. Er wird jetzt gleich nochmal versuchen, okay? Ja. Okay, er hat gerade den Nachricht zugeschickt, okay? Ich glaube, nach einem Augenblick könnten Sie kurz die Nachrichten kontrollieren. Welche jetzt? SMS? SMS. Ja, ist noch nicht da. Noch nicht da? Nee. Okay, Moment. Mhm. Und haben Sie noch nichts bekommen? Nee, ist noch nicht da. Nichts angekommen. Ja, hallo. Hallo? Was ist los? Hallo? Ja. Alles gut bei Ihnen? Boah, das freut mich. Sind Sie gerade am Essen oder haben Sie Zeit, mit mir ganz kurz zu reden? Worum geht's denn? Also, ich habe gerade eine Anfrage an Firma Rosses Schlupper GmbH bekommen, mit natürlich Handynummer und natürlich ja die perfekte E-Mail-Adresse, die, wie ich verstanden habe, Sie geschrieben haben. Ist das echt so? Nee. Wissen Sie, wo Sie sich halt angemeldet haben, lieber? Wie soll ich ihn nennen? Herr Schlupper? Ja. Alles klar, Herr Schlupper. Und zwar, ich bin der Jan Oswald. Aus Finanzmarkt rufe ich Sie an. Ich bin ein Kontoberater, habe gerade hier eine Anzeige bekommen. Aha. Und ja, das ist, als möchten Sie mit also den GmbH-Namen treten oder was möchten Sie? Ja. Möchten Sie handeln, also auf jeden Fall? Ja. Ja, dann lassen Sie ganz einfach Ihren Konto aktivieren. Was sagen Sie? Warum brauche ich Sie da? Warum brauchen Sie Traden? Nee, warum ich Sie dazu brauche? Habe ich die Frage ehrlich gesagt nicht richtig zugehört. Können Sie mal bitte wiederholen? Ja, wozu brauche ich denn Sie dabei? Was haben Sie dabei? Was? Wozu ich Sie brauche? Boah, ich glaube, Sie haben nicht richtig verstanden, wo Sie sich angemeldet haben, oder? Nee. Also an Ölprofit irgendwie, was hat das, ich meine, da wo steht die Name und Vorname, Sie haben ja Firma GmbH geschrieben, das ist ja eigentlich nicht so richtig. Nee. Also auf jeden Fall, die Beträge fangen 250, 500.000 Euro an, ne? Sind Sie Anfänger? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Haben Sie keine, ist nicht schlimm, wir haben ja Personalbrokerhilfe dabei, ne? Also nach der Einzahlung, nach diesem Moment, wenn Sie also schon unsere Kunde sind, Sie werden Anruf von Verifikationsabteilung und natürlich von Brokerabteilung und mit die können Sie halt reden, wo Sie Ihr Geld hinschicken möchten, ne, All Profit oder vielleicht Aktien oder Kryptowährungen. So, was für Zahlungsmethode haben Sie, lieber Herr Schlupper? Welche brauche ich denn? Visa oder Meister? Oder Girokonto vielleicht mit Online-Banking. Okay. Welche haben Sie denn? Das ist vorhanden. Wer bitte? Das ist alles vorhanden. Ach so. Finden Sie halt so. Was machen Sie denn eigentlich beruflich? Also was ist dann für Firma? Ja, ich verkaufe Schlüpfer. Ja, Sie sind Herr Schlupper, das habe ich ja verstanden. Ja. Firma Rosses Schlupper. Rosses Schlupper. GmbH. Also GmbH sind die Unternehmen, die mehr als 25.000 Euro monatlich oder im Jahr Steuer bezahlen? Ne, 50.000.
25.000 ist eine GbR und eine GmbH 50.000. GmbH ist 50.000? Ja. Ich war in, also Berufskolleg vom Marketing und ja, da haben wir gelernt, dass GmbH nennt man die Unternehmen, die 25.000 Euro Steuer bezahlen, aber ich vergessen ja monatlich oder ja, und zwar, was sollen wir jetzt machen, Herr Stupfer, sagen Sie mal, Sie haben Ihren Daten hier reingeschrieben, Sie würden also angerufen aus verschiedenen Unternehmen, da sind ja auch viele Betrugsfirmen, da muss man sich aufpassen. Leider, Ihren Daten kann ich nicht löschen, weil Sie sich halt selber angemeldet haben. Ja. Mit Ihren perfekten E-Mail-Adress. Ja. Und zwar arbeiten Sie auch am Samstag. Hä? Sind Sie gerade am Arbeit? Arbeiten Sie heute? Sie haben frei heute. Ja. So, ich bin vielleicht der Einzige, der arbeitet heute, ja? Hm, ja. Naja. Was sonst? Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu traden? Weiß ich nicht, was muss ich denn? Sie müssen halt gar nicht. Wir bauen zusammen Ihren eigenes Handelskonto. Sie schicken Ihren Geld dahin. Ne? Also, und ab dieser Sekunde, Sie sind im Finanzmarkt. Sie können mit diesem Geld machen halt alles, was Sie möchten im Finanzmarkt. Krypto, Aktien, Forex, es kommt daran, was Sie brauchen überhaupt. Möchten Sie mit seinem Personalbroker arbeiten oder möchten Sie es nicht? Möchten Sie vielleicht mit einer automatisierten System Profit zu bekommen? Keine Ahnung, möchten Sie, keine Ahnung, sehr hohes Gewinn bekommen oder sowas? Was kommt daran? Also wenn Sie 250 Euro erst reintun, ne? Eine einmalige Einzahlung. Es geht ja prima, weil Sie haben ja auch keine Erfahrung in diesem Bereich. Ja. Und können Sie reingucken, also recherchieren, durchlesen, die ganzen Informationen. Die Lernsysteme sind ja auch viel. Ja, und was denken Sie dazu? Was können wir machen? Weiß ich nicht. Wissen Sie halt nicht. Ich weiß auch nicht. Okay. Ach, und, also haben Sie irgendwelche Fragen vielleicht? Nee. Haben Sie gar keine Fragen? Was soll ich denn fragen? Keine Ahnung, Sie sind Anfänger, Sie haben keine Erfahrung, und Sie haben sich angemeldet als Mensch, der Interesse an Ölprofit hat. Ich bin der Kontoberater, ich habe ihn gerade angerufen. Haben Sie überhaupt keine Fragen? Nee, frag ich mal so. Gedanken gemacht, nee. Rufen wir spontan an. Das war eine spontan, also ja. Also auf jeden Fall Firma und GmbH würde ich mal sehr gerne löschen, ne, ja. Von Ihren Daten. Damit hier bleibt nur Rosis Schlupper. Nee, dann ist ja falsch. Was ist denn falsch? Ja, dann fehlt ja die Firmierung, ist ja falsch. Kann das sein, dass das jemand von Ihren Mitarbeitern hat Ihnen angemeldet? Ja, Schlupper. Nee. Oder haben Sie sich angemeldet? Na, Sie sind ja nicht so motiviert, sag ich jetzt mal. Da hat ja keiner mit dem Anruf gerechnet. Was für Maß. Also, von Zahlungsmethoden haben Sie, wie gesagt, gar nicht? Doch, das ist alles vorhanden, wie gesagt. Ja, wenn Sie eine Visa oder Meisterkarte haben, wir können das in Ruhe in 20 Minuten schaffen, auf jeden Fall. Ja. Sollen wir es machen jetzt, oder? Ja, aber das kann ich doch alleine, oder nicht? Wenn Sie also denken, dass Sie alleine es schaffen können, das ist ja gar kein Problem, aber das System ist ja zu kompliziert. Es kommt daran, was für Zahlungsmethode Sie haben, die tätigen möchten. Und? Also? Was denn also? Jetzt schreibe ich Ihnen also per WhatsApp, wenn Sie also möchten, können halt versuchen, mit diesem Link also eine 250 Euro einzuzahlen, ne? Aber wir brauchen natürlich Screenshots, ne? Dass also Einzahlung ist erfolgreich und,
Ja, eine kleine Screenshot aus Ihrem Online-Banking, dass diese 250 Euro ausgebucht ist. Das ist halt das Einzige, was wir brauchen. Ne? Warum? Als ein Nachweis, dass Sie eingezahlt haben und Sie sind halt schon unsere Kunde. Na, wenn ich eingezahlt habe, dann steht es doch auf eurem Konto. Na, ja. Ja, dann brauche ich ja keinen Beleg dazu. Schlupper. Ja. Naja. Was machen Sie jetzt eigentlich im Moment? Steuererklärung. Schlafen? Was? Nee, Steuererklärung. So. Steuererklärung. Und was gibt's da? Langweilig. Langweilig. Na, deswegen haben Sie sich also im Finanzmarkt angemeldet. Mit jemand zu telefonieren oder sind Sie nicht verheiratet oder keine Ahnung, Kinder, vielleicht ein Haustier? Verheiratet schon, der Rest nicht. Wo ist denn eigentlich Ihre Frau? Ich hab keine Frau. Haben Sie keinen? Nee. Kinder haben Sie auch nicht? Nee. Und Haustier auch nicht? Nee. Boah, Sie sind ja voll alleine, ne? Haben Sie Freunde? Nee. Kollegen oder? Bin ich alleine. Ich bin ja verheiratet. Wie alt sind Sie denn eigentlich, Schlupper? 29. Wie viel? Hä? Wie? 29. 25? Nee, 29. Ach, 29. Hm. Cool, cool. Ja. Was ist Schlupper? Was gibt's denn Neues, ja? Erzählen Sie mal bitte. Ich bin Ihr Kollege ab sofort. Und zwar, wie geht es? Also, was würden Sie morgen machen? Morgen ist doch Sonntag, schönes Wetter, Sommer, ne? Zum Glück keine Corona, keine Krankheiten, gar nicht mehr. Krieg haben wir auch nicht. Ja. Na, was würden Sie denn gerne machen morgen? Füße hoch und nix. Wie? Was? Hoch und nichts machen. Nichts machen? Mhm. Einfach zu Hause hinlegen, ja, also Eis essen. So ein bisschen Gammel. Netflix und so, ja. No, vielleicht. Cool, vielleicht. Oder, Sie haben ja keine Kollegen, können Sie nicht also spazieren gehen mit Jungs? Freunde haben Sie auch nicht, Familie haben Sie auch nicht, Kinder nicht, Haustier nicht und ja, keine Freundin, keine Frau. Komplett alleine. Nee. Sind Sie nicht alleine? Genau. Wem haben Sie denn? Ja, habe ich doch gesagt, ich bin doch verheiratet. Sie haben sich 2 Sekunden vorher gesagt, dass Sie nicht verheiratet sind. Wollen Sie mich verarschen? Nee, das stimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin verheiratet. Nein, Sie haben doch gar nicht gesagt. Na klar. Ich hab ein zweites gefragt, ob Sie alleine sind und Sie, ja, ich bin alleine. Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Naja, da haben Sie recht. Allprofit.de. Hm. Ah, 13 Minuten telefonieren wir schon. Ja. 13 verfickter Minuten. Na und? Was denn? Erzählen Sie mal bitte. Was denn? Ein Witz. Oder keine Ahnung. Ein Witz? Ein Witz. Ja, kommen Sie mal. Und keine guten Witze. Ja, sagen Sie mal schlechter, mir gibt das gar nicht. Ich hab echt Scheißlaune. Entschuldigung. Warum denn? Keine Ahnung, irgendwie am Samstag arbeiten, nicht für mich. Ich mal sagen. Firma Rossis GmbH. Was ist mit aktuellen Nachrichten eigentlich? Aktuelle Nachrichten? Keine Ahnung, guck ich nicht. Ja, ich scrolle ganze Zeit die Tagesschau. Tagesschau.de. Ja, da kommt ja nur Kacke. Da steht ja nichts Echtes.
Das ist ja alles Fake News. Ja, aber was soll ich denn lesen? Was ist über diese Paragraph 218? Gegen die Frauen oder? Das ist ja was Neues, ja. Ja, welcher Paragraph denn? Gibt ja viele. 218. Und in welchem Buch? Ja, keine Ahnung. Mal gucken wir jetzt. Ne. Das Strafgesetzbuch oder? Vom Gesetzbuch bestimmt, aber das ist ja keine Ahnung. Gegen die Frauen oder? Ja, bei 218 im Strafgesetzbuch ist Einzelnormen Gesetze im Internet. Echt? So, und wenn ich jetzt hier mal weitergucke, ja, geht um Schwangerschaftsabbruch. Ach so. Ach so, genau deswegen, die sind da. Ach so. Ich dachte mir, was ist denn passiert? Was für Paragraph 218? Das ist doch alles cool. Dieses Gesetzbuch. Besser denn Polen nicht befüllen. Es ist immer noch, weshalb bedulden wir sie. Was ist in Afghanistan eigentlich? Keine Ahnung, was soll da sein? Planet ist am Arsch, ich schwöre. Ja, das stimmt. Boah. Also, lieber Rossis, was würden Sie denn gerne machen, hätten Sie noch eine Stunde zu leben? Dann sterben Sie direkt. In einer Stunde. In einer Stunde? Was würden Sie denn gerne machen? Keine Ahnung. So, Sie sind faul oder was sind Sie? Wie ja, denken Sie? Bestimmt würde ich dann erstmal noch schnell die Bude aufräumen. Ist ja furchtbar, wenn dann einer kommt und mich wegholen muss und stolpert. Krieg gegen die Ukraine. Wenn nicht jetzt, wann dann? Boah. Ja, Mann. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. Sowas. Wie lange müssen Sie noch arbeiten halt? Wie lange dauert das noch? Beim dieses? Keine Ahnung, jetzt steht da eigentlich nur noch der angenehme Teil an. Ich muss den Rest des Geldes irgendwie loswerden. Schizophrenie, bestimmt, ja. Mhm. Hören Sie dieses Musik auch? Ja. Geil, ne? Paar Rossis. Paar, nein, nicht Rossi. Herr Schlupper. Mein Lieber. Alles klar. Dann, was soll ich sagen? Ja, ich wünsche Ihnen schon Tag noch mit Ihren Schizophrenie auf jeden Fall. Ne? Bleiben Sie gesund und ja, so eine Scheiße, ja. Dann legen Sie lieber auf, ich werde das nicht machen. Warum nicht? Will ich nicht. Ja, legen Sie doch auf, Mensch. Nö. Nee, würden Sie nicht. Okay, ich mach. Ciao, Schizo. Vielen lieben Dank, dass du bei unserem Hörspiel mit dabei warst. Das Hörspiel ist zu Ende. Wenn du magst, siehst du jetzt hier allerdings noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Ich würde mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.